Moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum FIFA 20 Karrieremodus mit dem ersten FC Kaiserslautern. Heute gegen den Tabellenletzten FC Augsburg. Wir gehen natürlich direkt rein. Da wollen wir natürlich zeigen, was in uns steckt. Denn wir haben in der letzten Folge gefühlt Unmögliches vollbracht. Und zwar haben wir Juventus 2-0 zu Hause geschlagen, Leute. Hashtag. Das war schon ein ziemlich cooler Auftritt, finde ich. Andrautsos hat ein Tor, eine Vorlage gemacht. Und war quasi der überragende Mann im im letzten Spiel. Und gegen den Tabellenletzten sollte es dann funktionieren? Fragezeichen. Ihr wisst immer, die Letzten werden die Ersten sein. Also es sind immer die, die komplett krass drauf sind. Meiner, Alter, der ist doch schnell wie der Wind, ey. Oh nein, ich war langsamer als er. Das gibt's doch nicht. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Schön, meiner. Da macht er das. Nein! Dreckspaste! Okay, sehr schönes... Oh nein, das war nicht gut. Sehr schönes Dribbling. Dreck! Wie soll man denn so schnell sein? Was ist denn das für ein anderer Spieler? Ah, egal, scheiß drauf. Ich will auch gar nicht auf den EA-Servern darum lungern. Das ist Pick, der Torschützen... Listenanführer, sozusagen. Deswegen habe ich den auch nicht ausgewechselt, weil der soll schon so sein Tor schießen. Das wäre schon ziemlich geil. Solange wie diese Strähne anhält, solange soll es auch funktionieren. Gegen Augsburg kann man doch auch mal ein paar mehr Tore schießen, oder? Zumindest, wenn man Tabellenletzter ist als an Augsburgs Stelle. WWK. Weltweiter Konsum. Boah, ist der klein und breit. Habt ihr es gesehen? Der sieht voll breit aus, ey. Ja, krass. Boah. So, wo ist eigentlich die Bundesliga-Hymne? Irgendwie fehlt die Bundesliga-Hymne. Wo ist das? Das ist die Ausstellung der Augsburger. Grüßos gehen raus an Calero Ruiz, der Geile da vorne im Sturm. Geile, was auch immer. Das ist also eine Mannschaft, die absteigt. Keine Ahnung. Kann ich mir nichts drunter vorstellen. Ich dachte nur, der Geile war ein echt gefährlicher Spieler. Oder Geile, keine Ahnung. Bei uns ist die Aufstellung natürlich so gut wie klar. Wir haben Mühe verloren, aber das scheint uns nicht wirklich ein Downgrade zu sein. Vielleicht defensiv doch ein klein wenig, aber das machen wir mit mehr Offensive irgendwie wieder gut. Wenn man das mal so sagen darf. Wir schießen Tore, mehr Tore denn je. Momentan haben wir die meisten Tore in der ganzen Bundesliga geschossen. Ich glaube, ein mehr als Wolfsburg, die zweitmeisten geschossen haben. Zumindest war das mein Stand vor dem Spiel. Und ja... Wer weiß, wie es nach dem Spieltag ist, ne? Na gut. Let's go, mein Freund. Grüezo. Götze. Das Selbstvertrauen ist natürlich nicht gerade groß. Von uns schon. Ah, es hat meiner sehr gut gemacht. Sehr gut den Raum genutzt, der übrig war. Pick. Schön. Nochmal. Da ist ein Lovu. Spielt er gegen zwei. Ach, abgeblockt. Schon mal die erste Gefahr. Kübler. War ein schönes Zusammenspiel. Oh, mit der Fußspitze. Aua, das sah sehr schmerzhaft aus. Schade, dass man das nicht sehen konnte, dass der da den Daumen zeigt. So, da ist. Kübler setzt sich nicht durch. Schade. Danso passt auf. Danso. Das gibt's doch nicht. Schön, da ist Pek. Der spielt mit der Verteidigung vom Augsburg. Von Augsburg. Da, die sind natürlich komplett defensiv. Schön.
Scheiß, schade. Götze, fängt den Ball ab. Das ist Felix Götze, glaube ich. Ich wusste nicht, dass der Verteidiger ist. Aber anscheinend ist das so. Also glaube ich das auch. Das ist Geile. Was auch immer. Das ist beides komisch, wenn man das ausspricht. So. Lovu. Da hat er schön den Raum geholt. Wir versuchen es ja jetzt mit Richter im Sturm, denn er hat gegen Juventus ordentliche Leistung gezeigt, finde ich. Da ist Pick. Ah, Pick hat es versucht. Oh, er wurde direkt weggecheckt. Da hat der Verteidiger gut aufgepasst. Grezzo. Schade. Wir sollten das vielleicht nicht übertreiben. Unsere sehr defensive Taktik stellt sich als ultra-offensive Taktik raus, deswegen sollte man das bei zu viel Gefahr auch nutzen, auch gegen den Letzten. Okay, Lovu, sehr schön zu lenken, sehr schöner Mann. Da ist Pick, der Florian. Raus, Handwerker. Handwerker spielt den schön raus. Pick bekommt den Ball nicht. Schade, war ein guter Versuch. Ah! Alejo. Ey, was für ein Rumgeschubse hier. Handwerker aber auch echt. Mit den Willen des Feuers ausgestattet gefühlt. Fein, sehr schön. So muss es sein. Pick, Handwerker. Kübler. Pick. Spielt den. Fein, rüber zu Pick, aber da kommt er nicht durch. Da ist ein Lovu, der hat den Ball. Schade, ach Mist, das war echt ein bisschen zu viel gewollt. Meiner setzt sich da durch und schießt und trifft nicht. Denn es wurde zur Ecke geklärt. Schalke gegen Augsburg, das ist das nächste Spiel für Augsburg. Schalke ist, oh, keine Ecke. Okay, schade. Schalke ist hier in dieser Saison ziemlich gut drauf. Das kann man jetzt in der echten nicht sagen so. Schön rausgespielt von Pick. Da ist Handwerker. Ist auch ein sehr zuverlässiger Bursche. Pick setzt sich durch. Da ist ein Lovu. Schade. Oder doch? Schade. Ei, da kämpft Augsburg. Augsburg kämpft. Das muss man denen lassen. Vargas. Der Vargas das nicht. Vargas es ja nicht. Vargas. Schwarzholz. Calero Ruiz. Schönes Ding. Sickinger. Carlos Sickinger. Kübler. Schön durchgesteckt. Da ist ein Lovu. Da ist ein Lovu. Der schießt den Ball einfach rein. Unglaublich. Macht eine gute Figur, der Junge. Von den Orlando Pirates, glaube ich, gekommen. Oder wie man sie nennen mag. Diese Mannschaft. Ich weiß nicht, ob die in Südafrika unterwegs sind oder so. Ich bin mir da aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt so meine Vermutung. Hießen die Orlando Pirates? Auf jeden Fall mit so einem Totenkopfzeichen. Ich weiß es gerade nicht mehr. Muss ich nochmal nachgucken. Ich glaube, ich meine, ich habe das gegoogelt, aber es kann jetzt auch völliger Schwachsinn sein, was ich hier erzähle. Da macht er auf jeden Fall das lockere 1:0. Augsburg ist wie betäubt. Schön Pick. Schöne Pick. Nein, Pick nicht. Gut. Schade, zu viel Eigensinn am Start bei Pick heute. Calero Ruiz. Der will halt all diese Tore machen jetzt auch, ne? Der will die Mannschaft führen. Oh mein Gott, weg damit. Oh, oh nein, oh, Otto. Nee. Augsburg macht jetzt richtig Dampf hier. Die müssen jetzt offensiver spielen, deswegen gehen wir auf sehr defensiv, um zu kontern. Dann so mit dem Kopfball daneben. Aber was für ein Kopfball. Eieieiei, die Armen. Na gut, da haben wir es.
Ach, schade, dass Richter da nicht hinläuft. Das hätte gut funktionieren können. Hier außen steht Alejo. Aber Handwerker ist einfach eiskalt. Was soll man da machen? Seitenwechsel von meiner. Ah, schade, Handwerker, wie gelähmt auf einmal. Ich meine, der Pass war jetzt auch nicht wirklich gut, aber wie gelähmt der Handwerker. Schön rauskombiniert. Wow. Ich meine, diese letzte. Wow. What? Weg damit! Warum schießt du denn nicht? Ich habe direkt geschossen. Ah. Jetzt spielen die ein bisschen auf Dampf. Die wollen nicht absteigen. Wir müssen hier jetzt den erst ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Aber wo denn, wenn da keiner ist? Wieder der läuft. Meiner, schön. Da ist Pick. Der wird hart angegangen. Das war ein Freistoß, jawohl. Sehr gut. Gute Idee. Das bringt mir so... Ich mache jetzt einfach mal so. Irgendwas, ich versuche irgendwas. Oh, wow, der Ecke. Sehr schöner Schuss, mein Freund. Sehr schöner Schuss. Aber da war auch alles frei. So würde doch niemals... Keine Verteidigung stehen da. Ekliger Flatterball von Fein war das, glaube ich. Oh, was für eine. Was für ein Klärungsversuch. Schön, Sickinger. Passt wenigstens auf. Der Ball. Den hätte man aber vorher schon abfangen müssen, Leute. Was ist los mit euch? Vargas. Und der schießt den Ball raus. Er wäre, glaube ich, gut angekommen, tatsächlich da unten. Krass. Egal, mit einer 1-0-Führung bin ich eigentlich recht zufrieden. Wir müssen mal gucken, in der zweiten Hälfte ordentlich auszuwechseln hier. Wenn Pick halt kein Tor machen will, dann ist es halt so. Bis zur 70. ungefähr der Zeit. Lovu hat irgendwie den Dampfbetrieb verloren. Warum auch immer. Er hat nämlich im letzten Spiel nicht gespielt. Schön. Geblockt. Ah, Vargas, jetzt Einwurf. Pedersen. Der Weiche. Mit dem D. Pedersen. Die spielen sich hier einen zurecht. Das ist unglaublich, Mann. Das, was ich sagen darf. Da ist ein Lovu. Da ist der Ball auf Pick. Da ist der Ball auf Lovu. Da ist der Ball auf Richter. Da ist der Ball drin. Fatz. So easy kann es gehen. Einfach ausgekontert. Und. Ja. Oh, nicht mich hauen. Oh, verdammt. Was ist los mit ihm? Da schlägt er einfach seinen Trainer. Aber schöne Vorarbeit und schöner Pass. Und dann ist er einfach drin. Was willst du da machen? Kannst du als Tabellenletzter natürlich nicht so viel machen. Sehr schade für die Augsburger natürlich. Eigentlich finde ich den Verein sehr sympathisch, wenn ich das sagen darf. Nein, darf ich nicht sagen. Oh nein, es tut mir leid. Vargas. Und die haben jetzt ja auch eine gute Leistung gezeigt bis jetzt, ne? Schön gekämpft, da ist Fein. Und dann kommt nur sowas dabei raus. Aber Fein, der kämpft sich da wieder ein zurecht. Wunderbar. Schön. Oh nein, da war keiner. Hey, was ist denn das da? Wieso? Warum war da keiner? Calero Ruiz. Schönes Zusammenspiel. Ja, sehr gut. Da ist ein Lovu. Ah, schade. Ich dachte, du läufst da irgendwie lang. Pick. Einfach da raus. Jawohl. Jetzt machen sie hier hinten eng, oder was? Da setzt er sich einfach durch und macht den Ball rein. Oh. Jawohl, ins Netz ist er gegangen. Schönes Dribbling, krass. Und dann hat er sich da durchgesetzt. Eieieiei, was ein schönes Tor. So, wir werden natürlich den jetzt auch auswechseln, denn er hat seine... Nein, Richter nicht, Pick. Er hat seine
Ruhe mal verdient. Hut kommt auch rein. Und Flücke kommt auch rein. Ja, ist eigentlich ein guter Mann, aber ich bin für Bergmann, falls wir einen Freistoß bekommen. Und wir müssen ja jetzt auch nicht wirklich schnell agieren. 3:0 ist schon ein gutes Ergebnis. So, Florian Pick. 11 Tore, die Nummer 11. Florian Pick, das hast du sehr schön gemacht. Ich hätte jetzt natürlich noch mehr Tore gegönnt, aber ich denke, wir sollten einfach es ruhig angehen lassen, mein Freund. Dreierwechsel. Longo hat auch sehr gutes Spiel gemacht. Sehr, sehr gut sogar. Götze, jetzt sind halt mal andere dran hier wieder, ne? Schön. Moment, ich muss die Aufstellung mal ein bisschen ändern. Ich will, dass Richter da an Huts Stelle ist. Dann haben wir Hut Scott Doppelsturm. So, sehr schön. Was war das denn? Handwerker. Wechsel Freiburg. Schön. Kombination. Oh, was für ein Tor. Was für ein Tor. Das ist die Saison unseres Lebens. Wow. I feel good. Was für eine Vorarbeit von Hut. Guckt euch das an. Was zum Teufel war das für ein Pass? Augsburg hat natürlich noch gekämpft, aber das war ja wohl mal extravagant. Oh, knapp. James Scott. Mann, Mann, Mann. Dieser Pass von Hut, der war sensationell. Wow. Bin sehr verwirrt. Das war viel zu gut, um wahr zu sein. Vargas. Wurde hart angegangen. Vargas. Pedersen. Schöner Ball raus auf Vargas. Da ist der Ball. Boah, der kam ganz nett eigentlich. Jetzt können wir wieder kontern, meine Freunde. Richter will es heute auch wissen. Einfach rein damit. 5:0. Was ist los hier? Alter Schwede, was macht ihr mit mir? Mann, 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 ihr wollt wohl Torrekorde brechen in der Bundesliga oder so. Ich meine, das gegen Freiburg letzter alter Schwede. Das ist ja easy panisi gewesen jetzt. Ja, so, ach, ich schieße den einfach mal dran vorbei. Ich bin Richter, der neue Richter über alle Bundesliga-Teams. Hei, 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 hei. Sehr schön. Ich meine, der Sieg gegen Juventus beflügelt natürlich auch, aber ich finde, dass Augsburg schon ziemlich gut angefangen hat hier. So, wir hören natürlich nicht auf damit jetzt, ne? Damit das klar ist. Fein. Schön. Fein. Scott. Das ist natürlich nicht gut verteilt hier. Schade, schade. Der Pass hätte ruhig durchkommen können. Calero Ruiz. Das Eigengewächs von Augsburg. Klingt nicht so. Aber ist so. Damit wollte ich jetzt sagen, dass dieser Name wahrscheinlich eher untypisch ist. So. Alejo. Langer Ball von Gruezzo. Und geile. Natürlich die geile Sau. Schießt rüber. Alter Schwede, ey. Kriegt das quasi noch geschenkt, aber na gut, 5:0 reicht mir persönlich auch schon. Scott setzt sich durch. Scott 6:0. Ei, Augsburg, jetzt wird's echt ein bisschen bitter zu Hause. Ich hoffe, da ist unsere Fankurve, weil sonst machst du dir nicht gerade Fans mit dieser Aktion.
Scheiße, da war ein Augsburg-Fan. Scott, mach die nicht unbeliebt, bitte. Da setzt er sich durch. Die lassen uns zu viel Raum, haben dann einfach keine Chance. Schade, dass Hut für Hut nicht wirklich was rausspringt. 6:0 ist schon echt heftig. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wie viel haben wir Union Berlin in der letzten Saison geschlagen? 7:0, ne? Oh mein Gott! Hut! Verliert die Kontrolle komplett. Otero. Mit oteroschen Ölen. Otero. Manku. Otero. Otero. Schön geklärt von Sickinger. Ich meine, 6:0, Leute, das reicht jetzt auch, ja? Es kommen wieder Zeiten, da werde ich mich wieder aufregen, weil nichts funktioniert. Aber jetzt gerade abseits. Oh mein Gott, die Armen. Schlechter Pass. Schön auf Selke. Ist wohl vom Werder Bremen wieder zurückgekommen. Schöner Ball. Da ist Hut. Da ist der Ball auf Scott. Der läuft nicht ordentlich, so wie ich das dachte oder machen wollte. Schade. Das hätte jetzt auch klappen können. Selke. Schönes Zusammenspiel. Selke. Schöner Ball. Aber Otto, der fliegt wie eine Fliege. Koch. Schön. Da geht's noch weiter. Da ist Hut. Da ist Richter. Also jetzt sind sie natürlich auch gesättigt, ne? 7:0 wäre geil, so. Saisonrekord. Aber ganz ehrlich, das muss jetzt auch nicht sein, ne? Da ist Richter. Da ist Hut. Schießt den nochmal rauf, aber das war's. Sehr schön, 6:0. Wunderbar. Quatsch. What's up hier? Augsburg am Boden zerstört. Und wir kastrieren hier einfach mal 6:0. Richter kann sich das Lachen auch schon nicht verkneifen, der Arme. Der hat 2 Tore gemacht, glaube ich. Keine Ahnung. Pick hat auch sein Tor gemacht. Alles wunderbar. Da war das erste Tor. Da ist ein Lovu. Da war der. Ne, das ist nicht das erste, glaube ich. Aber auf jeden Fall ein gutes Tor. Da war die Lücke groß. Der Wille von Lovu genauso. Und er macht das Ding einfach. Da war dann Pick. Ne, doch, der spielt zu Lovu. Der spielt zu Richter. Und der richtet einfach darüber, dass der Ball ins Tor geht. Sehr gut, oh mein Gott. Und da ist dann Pick, der macht eine Drehung, der setzt sich da einfach durch. Und schießt den Ball dann einfach in die kurze Ecke rein. Wow. Dann nochmal dieser Sensationspass von Hut auf Scott. Also wirklich, wow. Wow, einfach nur wow. Krass. Mit erhobenen Finger. Da ist nochmal Richter, der sieht, oh, der Torwart kommt einfach raus. Na gut, dann positioniere ich mich ja eben und schieße einfach an ihm vorbei. Es ist unfassbar. Unfassbare Sache. Marco Richter hatte 10,0. Pick eine 9,0. Hut eine 9,6 wegen diesem Sensationspass. Scott eine 9,1. Eieieiei, gut gemacht. Natürlich machen wir ein Interview. Bayern nur unentschieden gegen Hertha, wow. Damit sind wir auf 3 Punkte rangerückt an Bayern. Ich meine, mein Ziel ist es jetzt nicht, Meister zu werden, aber so Champions League wäre schon geil. Vielen Dank, dass Sie kurz. Richter hat heute 2 Tore gemacht. Insgesamt eine tolle Leistung. Mit einem engen Spiel gerechnet. Nein, eigentlich habe ich damit nicht gerechnet. Kompliment an die Gegner, sie haben es uns einfach gemacht. Nach dem 6. Tor, komfortabler Sieg. Sie hätten ein knapperes, wir sind bescheiden.
Der ist natürlich manchmal ein bisschen albern, aber jetzt ist er einfach bescheiden, weil das ist nicht die richtige Situation, böse Kommentare zu lassen. Uff, Otto, der, ja, ich mach Otto bis zur 80, ne, also nicht, dass ihr euch wundert. Richter erzielt Doppelpack beim Kaiserslautern-Sieg gegen Augsburg. Guckt euch die Tabelle an, wir sind Dritter. Schalke könnte uns noch überholen. Ja, wahrscheinlich, Schalke könnte uns noch überholen, Leipzig könnte uns noch überholen. Dann würden wir natürlich jetzt erstmal nach vorne simulieren, um zu gucken, ob das auch so zutrifft. Hä? Nein, es kam einmal ein Mann aus Peru, der träumte, er aß seinen Schuh. Er wachte vor Schreck und der Schuh, er war weg. Und die Schnürsenkel gleich mit dazu. Wir sind Vierter. Während Schalke punktgleich mit uns ist. Hm. Na gut, dann machen wir erstmal hier die Simulation stoppen. Wer ist denn jetzt weg? Was ist denn jetzt passiert? Ach, er ist auf Länderspielreise. Die Reise beginnt, die Reise beginnt. Und vor uns liese weh die Scheiße im Wind. Welche Position haben wir denn hier? Er wurde schon ausgewählt. Römmling auch, Agu wäre auch. Also ich habe so ein Überaufgebot an Leuten, die sich gut entwickeln würden. Deswegen weiß ich nicht, wem ich nehmen soll. Wer ist mit James Escortu? Venenen ist weg, deswegen, genau. Stellungsspielabschluss, kurzer Pass. Moment mal. Ballkontrolle, Dribbling, Beweglichkeit. Das braucht er halt eigentlich eher, ne? Sprintgeschwindigkeit ist ja riesig, ne? Aber seine Ballkontrolle und so, das muss schon auf 80 sein. Vielleicht läuft es dann auch mal besser für ihn. Bäm, weil er dann besser laufen kann. Ja, wobei, wenn wir in einem wiederkommen, dann ist sowieso vorbei. So, Länderspiel. Und dann geht's gegen Bayern München. Wow, 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 wow. Ein hartes Duell. Und dann noch gegen Real Madrid. Ich denke, die Pressekonferenz machen wir jetzt trotzdem nochmal. Wir brauchen Motivation, meine Freunde. Rotation ist wichtig. Wir sind nach wie vor gut drauf. Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren. Ja, so ist es. Keine weiteren Fragen, liebe Freunde. Keine weiteren Fragen, deswegen sage ich, wir... Warte mal, wir gucken mal. Torjägerkanone, 11 Tore Pick. Wir haben danach das Spiel gegen Real Madrid vor der Brust direkt. Ich kann jetzt nicht komplett durchwechseln. Schwierige Situation jetzt. Es ist Samstag. Wir müssen uns gegen beide komplett anstrengen. Ich muss mal was gucken eben in der Tabelle von der Champions League. Wir sind Erster, hinter uns direkt Juventus. Und dann Real Madrid, da könnten wir für eine Entscheidung sorgen schon. Hm. Das wäre natürlich schon fantastisch. Wir müssen einfach gegen beide bestehen. Also, Leute, schaltet das nächste Mal wieder ein und ciao!